Oh, hallo Kinder, hab euch gar nicht gesehen. Ich, euer guter alter Freund Professor Sitzfleisch, bin heute hier, um mit euch über eine sehr wichtige Angelegenheit zu sprechen. Es nennt sich Arschrasieren. Manche von euch mögen durch eure Schulkameraden bereits davon gehört haben und manche von euch könnten sogar denken, dass es cool wäre. Doch ihr könnt mir glauben, wenn ich sage, dass ein haariger Arsch nichts ist, wofür man sich schämen bräuchte. Tatsache ist, dass das Teilen von Rasierklingen mit euren Schulkollegen zu schlimmen Fällen führen kann, wie beispielsweise Tripper, Filzläuse, Hepatitis C oder sogar Schwangerschaft. Wenn ihr Jungs euch gerne gegenseitig die Kehrseite enthaart, erfolgen für gewöhnlich Krankheitsbilder an eurem Penis, abfallen, explodieren, zerreißen, Penis in einer dunklen Gasse in San Francisco. Schaut euch folgende Dramatisierung an. Hey Gary, Bock auf eine Arschrasur nach der Stunde? Aber klar doch, direkt nachdem ich dieses Flugzeug geworfen habe. Nimm das. Wer zum Teufel wirft dir mit Papierfliegern in meinem Unterricht? Du kleines Arschloch, lach ruhig weiter. Ich schmeiß deine Hintermasse aus der Klasse. Das Rasieren des Arsches als eine Frau kann anders sein. Frauen erleben für gewöhnlich Vagina und wird amputiert. Wenn du weiblich und süchtig nach Arschrasieren bist, ist es vermutlich besser, es deinen Eltern gar nicht erst zu erzählen. Schaut euch folgende Dramatisierung an. Mami, kann ich mit dir über etwas sprechen? Aber natürlich, Süße. Was gibt es? Letzte Nacht habe ich mir den Arsch rasiert. Was zum Teufel? Rasiert? Arsch? Oh mein Gott! Ich werde mich umbringen! Also denkt daran, Kinder. Wenn ihr euch den Arsch rasiert, rasiert ihr euer Leben weg. Dankeschön und gute Nacht.